stehen heute hier, weil wir unsere Heimat lieben. Wir stehen heute hier, weil wir unsere Freiheit lieben. Wir stehen heute hier, weil wir unsere Würde und unsere Familie lieben. Und genau deswegen haben wir den Mut, hier und heute zu sagen, es reicht! Es reicht! Es reicht! Wie lange sollen wir diesen Gefahren noch ausgesetzt sein? Und Politik und Medien berichten nicht mal darüber. Doch heute ist der Tag, an dem wir dafür sorgen, dass das in Zukunft anders wird. Es reicht uns, dass Kinder ermordet werden. Es reicht uns, dass ihr uns als Nazis beschimpft, obwohl wir nur unser Land lieben. Wir stehen an eurer Seite, wir teilen eure Sorgen. Und wir wollen gemeinsam kämpfen, damit sich in diesem Land etwas ändert. Wir wollen unser friedliches, wir wollen unser sicheres Deutschland zurück. Ich sag euch, es reicht und lasst uns auch nicht länger dieses Korsett überhängen. Wir sind an gar nichts schuld. Wir wollen unser Land erhalten und das ist unser verdammt nochmal gutes Recht. Und liebe Freunde, diese historischen Konsequenzen, die spüren wir jeden Tag aufs Neue. Sei es zurückblickend der Messermord in Chemnitz, der jetzt gerade wieder verhandelt wird und wo die Verteidiger in Revision gehen und versuchen, diesen Mörder wieder freisprechen zu lassen. Die Hintergründe und der Umgang der Verantwortlichen, Politiker und der Medien mit diesen Morden rufen überall in Deutschland helle Empörung hervor. Daher können und wir dürfen wir heute nicht still sein. Sonst hört dieses bestialische Morden nicht auf und der fatale Gewöhnungseffekt verfestigt sich weiter. Nein, wir sagen es hier und heute laut und deutlich: Es reicht! Es reicht! Der Osten ist aufgestanden. Der Osten ist aufgestanden und losgegangen. Und wir im Westen sind wach geworden. Stehen wir auf und folgen wir den Osten. Und an dieser Stelle ein Riesenapplaus an die mutigen Wahlkämpfer in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen.